Wegen Läufer D4. Was macht A5 der macht er denn? erstmal. Ja, das ist Das auch nicht ist zu schlecht. viel. Das ist zu viel, was er da macht. Finde ich nicht. Ich finde, er spielt das ziemlich gut hier. Ja, für eine Ziemlich gut. Maschine fast schon. Für eine Maschine. Gesagt, Okay, nichts Besonderes. jetzt. Okay, Jo, Traum. ja, das läuft, das läuft. Auf geht's. Heskerl, let's go. Eskeler, Nico Brody. Bitte muten und ab geht die Post. Haut rein, Ja. Jungs. Uncertainty 42, danke dir für den Prime. Ich liebe euch Uncertainty. beide. Wir lieben dich auch. Okay, Karo kann. Vorstoß. Lauf für 5, spring auf 3. Lauf E2. Wir brauchen einen Sieg. Wir brauchen jetzt einen Sieg. Ja, Ein so Remis ist. bedeutet die Niederlage. Alles oder nichts. Auf Ja, aber geht's. Remis geht das dir eh nicht aus heute. Ja, wahrscheinlich nicht. Ich bin mal gespannt, wie gut Nico Brody diese Variante kennt. Aber das sieht gar nicht so schlecht aus. Bisher sieht es vernünftig aus. Springer kann hier nach B3 oder A4, A5, C5. Ja, spielt das schnell. Ja, Martin, Nee. erstmal schauen. Erstmal schauen, wie diese Partie ausgeht. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Nimmt da. Springer C6 ist gut, greift E5 an. C4 scheint alles Theorie zu sein. Ich habe keine Ahnung. Ja, sieht vernünftig aus. Ich verwechsle auch immer die ganzen Varianten. Ja, E5 hängt, das ist schlimm bei aber dem man Springer. kann hier dann ein schnelles B5 Schach geben, oder? Wenn man auf E5 schlägt und dann auf D5 und. Der Springer kann ja zurück, ne? Ja, stimmt, eigentlich ist kein Problem, ne? Bringt nicht so Aber viel. Schwarz spielt sehr schnell bisher. Ja, 3 Minuten Und noch, volle Zeit. Er schlägt jetzt direkt auf D5, okay. Aber die Dame kann einfach schlagen. Sieht. Nee, Bauer oh. schlägt ist verkehrt. Bauer schlägt ist verkehrt. Jetzt Läufer B5 Schach, Turm E1 Schach. Jetzt kommt ja alles mit Tempo. Ja, aber Läufer E7 geht doch noch. Muss das Ja, kommen? es ist okay, aber jetzt hat man einfach den einzelnen Bauern. Dame schlägt D5 sah schon sehr gut aus für Schwarz. Ja. Ja, okay. Zeitvorteil, das ist wichtig. Okay, Dame E2 muss er dann Läufer E6 machen, oder was? Okay. Ja, damit 2 Läufer E6 wäre auch in Ordnung gewesen. Springer B3. Okay, Rochade jetzt mal geschafft. Ja, diese Stellung sollte etwas besser sein für Weiß, ne? Ja, Läufer E3. Aber auch nicht so viel los. Der Läufer kommt nach F6. Oh, ich muss mich kurz bedanken an Certainty. 10 Gifted Subs in die Community. Uiuiui, Ihr seid Uncertainty, heute, was geht ab? meine Güte, heute so spendabel hier. Ich glaube, wir müssen jede Woche so ein Sub-Battle machen, Niklas. Also das ist ja unfassbar, was hier abgeht. A6 provoziert jetzt, dass Weiß auf C6 schlägt. Ich hatte sowieso schon darüber nachgedacht, aber wahrscheinlich bringt es gar nicht so viel. Vielleicht Läufer D3 besser. Ja, Läufer D3 gefällt mir besser, damit Schwarz weiterhin den einzelnen Bauern hat, der zur Schwäche neigt und von Weiß gut angegriffen werden kann. Turm nach D1. Dame D7 war irgendwie besser wahrscheinlich, ne? Um mit der Dame zu tauschen, zu Ah, schlagen. also. Ja, das ist ein bisschen das Problem. Der Bauer auf B2, den muss man irgendwie auch decken oder Ja, halten. gut. Er kann Springer D4 spielen einfach, ne? Ja. Aber gut, Springer E5. Springer E5 wahrscheinlich, ne? Ah, Springer 5, Springer C4 ist ein schönes Manöver jetzt. Ja, Also er das darf nicht lässt zu sich. viel tauschen hier, Leute, ne? Weil er hat die schlechtere Struktur, weil er hat einen schlechten Bauern auf D5. Deswegen, wenn er jetzt alles tauscht einfach, dann ist er einfach in einem schlechten Endspiel, Leute. Besser Springer E5, Springer C4, den Springer aktivieren. Ja, das sieht sehr sinnvoll aus jetzt. Und vor allen Dingen Springer C4 greift auch den Läufer an auf E3 und den Bauern B2 und Ja. stellt Probleme. Wenn das zu übersichtlich wird, dann ist es wahrscheinlich besser für Weiß. Vor allen Dingen mit der Zeit, eine Minute mehr. Heskeller nur noch eine Minute 15. Niklas wird nervös, ich sehe schon. Naja. Eskeler 1 Minute 5. Springe E5, die Stellung gibt nicht so viel. Dame B3, vielleicht ein guter Ah, Versuch ja, gegen guter B7, hatte ich auch Streifzug. nicht gesehen. Ja, ich auch nicht. Starker Zug. Aber Dame D7 halt alles gedeckt und Springer C4 rennt nicht weg, ne? Ja, die Insofern. B7 darf man nicht einfach so hergeben, weil der C-Bauer dann zu stark wird. Ja, stark reagiert Dame D7. Gute Partie bisher von den beiden. Deck B7. F3. Schwächt ein bisschen, ne? Er will den Läufer Ja. nicht Ja, abgeben, er will auf F2 spielen, ja. aber hat seinen Preis, weil der König geschwächt wird. Okay. Jetzt könnte Schwarz versuchen, irgendwie auf den. Ja, macht er auch Turm C8, geht auf den C5, droht aber noch nicht zu schlagen gegen Springer E6. Den Springer E6, komischerweise, ja. Und dann wird der Läufer geöffnet.
Aber was macht Weiß jetzt in der Zwischenzeit? Turm Und D1, Dame C2, Dame okay, Dame C2. C2, ah, mit der Idee B3, es gefällt mir gut. Es gefällt mir gut. Dame C2 ist schöner Zug, ja. Und dann B3 und den Springer da wieder wegkicken von C4. Nee, Heskeller spielt eine gute Partie, finde ich, insgesamt, aber die Zeit macht mir hier große Sorgen. Ja, Turm F4 wahrscheinlich jetzt oder G6, okay, wieso nicht? Ist okay, verhindert Springer F5. Ja. Aber der Turm auf F8 spielt noch nicht mit bei Schwarz und genau, bei Weiß der Turm auf A1, den spielt er, den bringt er jetzt ins Spiel. Turm D1, guter Zug. Er muss jetzt B3 läuft den, nicht weg. ja, der Turm muss langsam mal ziehen hier. Macht er Macht das er auch? auch, macht er. B3, ja, Kann man machen. kann man machen, ja. Wieso nicht? Springer A3 oder sowas. Ja, ich denke schon nach E5. Ja, gut, Springer A3, Springer B5 geht auch. Ja, weil Aber er C5 muss ist. schneller ziehen. Das wird Stimmt, du hast sonst. recht, Das wird eine ja, er ist Katastrophe. langsam. Das wird eine Ich glaube, Katastrophe sonst. Springer A3 ist ganz stark hier. Macht er aber nicht, okay. Ist egal. Er hat eine Minute Vorsprung. Das Ja, ist das ist das Wesentliche in heftig. dieser Blitzpartie. Laufe G3. Ja, es fühlt sich ein bisschen löchrig alles an. Fühlt sich alles ein bisschen Ja, löchrig aber an. Weiß hat die bessere Struktur. Aber auch ein paar Felderschwächen. Nicht leicht zu spielen. Für Schwarz, glaube ich, leichter zu spielen. Er kann. Findest du? Ja. B6 zum Beispiel ist nicht gut. Ist es nicht? Das geht doch gar nicht. Wie Doch, warum? geht. Ja, aber das gibt dem B6. Gegner einen Freibauern. B4. Ja, aber er kriegt das Feld C4 wieder, ne? Oh, 13 Sekunden. Ah, ja. Yeah. Nee. Okay, nimm raus, Springer C4, dann hängt er. Ja, aber das Problem ist, du kriegst C6. Nee, nicht wirklich. Wegen Läufer D4. Was macht A5 der macht er erstmal. denn? Ja, ist Das auch nicht ist zu schlecht. viel. Das ist zu viel, was er da macht. Finde ich nicht. Ich finde, er spielt das ziemlich gut hier. Wie eine Ziemlich gut. Maschine fast schon, für eine Maschine. C6 und jetzt kann er einfach Das auf geht nicht. D4 Läufer schlagen. D4, Ja, Läufer klar, D4. natürlich, natürlich. Ja, aber die schwarzen Felder. Es gibt Hoffnung für Schwarz. Weiß. Springer Es. E3. Nee, geht gar nicht. Ja, Sorry, sorry. was heißt Hoffnung? Also, ich habe einen Bauern weniger, keine Zeit und einen offenen König. Turm E1, gut, jetzt immer in die Festung, auf die Festung gehen. Turm B1, okay. Springer C2. Springer F5. Springen Oh, wir. Turm C2, Läufer Springer F2. F5 war unglaublich stark gerade. Scheiße. Schade. Läufer F2, verteidigt nochmal alles. Aber er Ja, muss das das ist. gewinnen. Wie soll er das denn gewinnen hier? Ist Weiß ja. ich nicht. Turm schlägt D5, okay. Turm schlägt D5. Ja, klar. Na klar, Turm E2. Und dann, ja, Turm E2, der König kann weglaufen, ne? Turm E2, Turm F1, Springer E3, ist Game Over. Er schlägt auf A3, ein bisschen in die falsche Richtung, aber Turm A1, ja, macht das, springt C4. Naja, Läufer D4, jetzt müssen wir nur den Läufer auf die Diagonale stellen. Turm C5. Naja, traut sich nicht, Turm E2 zu spielen, aus irgendeinem Grund, ne? Noch nicht, jetzt Ah, leider. jetzt aber Ja, zum Glück. Nee, Moment mal, Läufer. jetzt ist Schluss. Es geht Ja. matt, ne? Es Ja, geht aber matt. Turm König F1. Ja, aber es geht nicht weiter, es geht matt. Ah, ja gut, aber das kann man ja abwehren, ne? Also F6, F5, irgendwas. Ja, das matt. Er hat ja genügend Zeit, das ist das Problem. Sollte er sehen. F6 sieht gut aus, weil. Gut, man kann noch Turm B1 dann Ja, probieren. klar. Oh, Hä? Turm schlägt C4. Oh, joi, Na, es Heskeller. geht, Ah, es geht der Läufer nicht. Der hängt, der Läufer Läufer hängt. hängt. Ah, der Läufer. Ach, schade. Oh, ich habe schon zu früh frohlockt. Ah, ja, okay, das war's. Also das sollte er mindestens Remis halten, wenn. Ja, na, ja, gut, klar. Ja, gut, klar. Ja, G5 sollte er spielen, damit die Bauern nicht vor können. H3. Ja. F5? Naja. Gut, also das sollte mindestens Remis sein und das wär's dann. Das wär's dann, Das wär's dann. ja. Ah, schade, Turm steht C4, gute Idee, aber es hat nicht. Ich Also, hab's aber auch nicht gesehen. im Ausgleichssinne hat es. Und Ich jetzt hab's muss aber er auch echt nicht. aufpassen, dass er nicht verliert. Ja, jetzt lässt er ein bisschen zu viel Luft hier rein. Ja, ich glaube, es ist noch okay, aber es ist echt, diese Ja, Turmspiele ist sind immer okay. lästig. Einfach nichts machen. Er wartet ab. Ja, König E3 überhaupt. König E3 muss er machen mit der D-Turm D2 Schach. Nicht so. König E3, Turm D2 Schach. Das ist König die E3 Idee. sieht fies aus, ne? Man muss wahrscheinlich den König nach F2 stellen. König F2 wäre besser. Jetzt König E3 ist schon ein enormes Problem. Ich Das ist glaube, das ist einfach. gewonnen. Einfach König E3. Obwohl Turm B3 Schach, Turm D3, Turm B5 geht vielleicht noch. Turm D3, Turm B5, Turm D2 Ja, und dann zurück. und dann König F4. Und dann König F4, ja. König F4, ganz simpel. Ja, das stimmt. Starke Partie hier, ey, von Nico Brody. Meine Güte, König G3.
0-1. Auch Okay, nicht wartet schlecht. ab. Ja gut, das macht er. Ach so, und Turm B3, ne? Turm B3 ist die Idee. Turm B5, gute Verteidigung nochmal. Jetzt Turm F2, ja. Alter, voll die Maschine hier. Okay, das war's. Starkes Spiel von Nico Brody. Bombenbatterie. Meine Güte. Ja, was macht er denn da? Das ist ein bisschen ungenau. Egal. Ja. Dieses Jahr gut ist auch mal geil, ne? Ja, gut. Robert. So ein typisches Fußballer-Interview nach dem Spiel, so, ja gut. Ja, gut. Warum hast du verloren? Ja Ah, okay, gut gekämpft, Heißkeller. Okay, Glückwunsch. Glückwunsch an Nico Brode, ja, echt eine sehr starke Partie. Und Remulus, Glückwunsch danke nochmal an für dich die und dein weiteren Team. 5 Subs. Dankeschön, Dankeschön. Meine Güte, was für eine geile Partie von Nico Brody. Also, ich muss sagen, das war eine richtig saubere Partie. Richtig stark. Ja gut, es war dann nochmal Remis, aber Wo? naja, Achso, also das das Spiel, Tummelspiel ja. war Remis, klar, aber ist, ist auch schwierig dann zu spielen mit so wenig Zeit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dann seid ihr hier immer up to date. Darüber hinaus, wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, schaut euch einmal die YouTube-Mitgliedschaft an. Alle Infos, alle Vorteile davon findet ihr, wenn ihr auf den Button klickt. Bis zum nächsten Mal.